Nicht nur Volkswagen muss zurzeit gegen den Shitstorm ankämpfen. Nein, auch wir hier im Neo Magazin Royal, wir haben in der letzten Woche ein Spiel gespielt mit Ina Müller namens Lau... Entschuldigung, was ist denn das? Hä? Ach nein! Hallo, guten Abend. Hallo! Hallo! Guten Abend. Wer sind Sie denn? Ich bin der Beefträger. Sie sind der Beefträger. Haben Sie denn auch einen Beef für mich? Ach, ich habe einen ganzen Korb voller Beef für Sie dabei. Hier, das kam heute per Beeflauge. Per Beef? Es kam per Beeflauge. Ach, guck mal, ich kann meinen Laugen ja kaum laugen. Nee, warte. Sehr gut. Ich lauge meinen Laugen kaum, wollte ich sagen, Herr Beefträger. Da ist ja eine Botschaft in diesem Laugen-Croissant drin. Worum geht's? Dass wir letzte Woche wohl Laugenbrötchen verschwendet haben sollen? Hier, Uwe schreibt bei Facebook, mal ganz im Ernst, den Hund, der für die Brezelaktion verantwortlich ist, rauswerfen. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Da haben sich die Leute so aufgeregt, weil wir mit 1200 Laugenbrötchen hier geworfen haben. Es kommt noch mehr. Da ist was? Da ist noch mehr? Ich kann's kaum laugen. Kaum zu laugen. Kaum zu laugen. Noch mehr? Beef? Laugenbeef? Da hatte die Beeflauge aber viel zu tragen. Hier! Von einem User namens Genitalvandal, dass der sich überhaupt über irgendwas aufregt mit so einem Nickname. Mit Essen spielt man nicht, du dekadentes Stück Kacke. Mit Kacke spielt man nicht, du dekadentes Stück Essen. Ja. Hätte ich jetzt gesagt. Ja. Da haben sich die Leute so aufgeregt, das wollten wir natürlich nicht. Moment. Ich meine, der Zweite Weltkrieg ist quasi erst vor kurzem vorbei. Ich dachte, wir leben im Überfluss hier in was, noch was? Ohne jetzt schlechte Lauge verbreiten zu wollen, aber... Es kommt tatsächlich noch eine. Ach, das ist hier. Ach, das ist ein USB-Stick. Schauen wir doch, weil es ein bisschen längerer Beef ist. Gucken wir mal. Stecke ich mal hier in meinen USB. Was? Ach so, Dennis schreibt: Jemand, der mit Lebensmitteln und insbesondere Brot so umgeht, sollte verhungern. Das ist absolut inakzeptabel und total bekloppt, unethisch und respektlos. Hoffe, die Sendung wird bald abgesetzt. Und alle, die diese Lebensmittelverschwendung zu verantworten haben, sollen erst ihren Job verlieren und dann verhungern. Das nächste Mal nehmt ihr am besten Steine statt Brötchen, um euch zu bewerfen. Das mache ich wirklich kaum laugen, dass da draußen so viel... Da muss ich mich... Ich glaube, ich sollte antworten hier mit meinem... Ich antworte mal auf... Moment, ich muss kurz einen Stift in Tinte... Laugen. Liebe besorgte Zuschauer, ich kann Sie verstehen, ja, der eiskalte Hungerwinter 45-46 ist knapp 80 Jahre her. Und schon schmeißt man im Fernsehen wieder mit Laugengebäck. Ihre Sorge ist berechtigt. Aber das Laugengebäck wurde nicht verschwendet. Es wurde für einen guten Gag verwendet. Und hinterher haben wir alle 1200 Laugenbrötchen an den Kölner zugespendet. Dort hat man jetzt ein Bällebad aus Laugenbrötchen im Elefantengehege eingerichtet. Niemals würden wir Laugenbrötchen verschwenden hier im Neo Magazin Royal. Laugenbrötchen sind für uns so viel mehr als Brötchen. Sie sind nicht nur schmackhaft, sondern sie sind unendlich vielseitig einsetzbar. Finden auch unsere Bastel Brothers. The Bastel Brothers. Laugen Edition. Heißt lieber? Hier ein Brötchen auf die Brustwarzen kleben. Und zack, fertig, Bikini. Wie bitte? Man kann noch mehr mit Laugenbrötchen machen? Zeigen Sie doch mal, Bastel Brothers. The Bastel Brothers. Laugen Edition. Laugenstange, Salz abmachen. Ein altes Nokia rein. Anrufen. Zack, fertig, Vibrator. Das muss jetzt aber reichen, oder? Obwohl, einen haben wir noch. The Bastel Brothers. Laugen Edition. Viele Laugenbrötchen. Der Drahtbürste des Salz abkratzen. Im Gefäß sammeln. Laugenbrötchen wegschmeißen. Zack, fertig. Salz. Sie sehen, liebe verärgerte Zuschauer vom Neo Magazin Royal, wir achten und schätzen Laugenbrötchen sehr. Machen Sie sich also keine Sorgen. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Jan Böhmermann. PS, Lauge kann Berge versetzen.
Unser Beefträger!